etwas verrückt werden. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ist es verrückt, die Kamera wieder in die Hand zu nehmen? Und noch verrückter ist, ich bin nicht nur mit Fabian hier, sondern mit halt zu dritt unterwegs. Schaut mal! Der Fini ist auch mit am Start. Wir fliegen heute nach München mit BMW und dementsprechend habt ihr auch am Anfang dieses Vlogs die Disclaimer für die Fahrzeuge gesehen. Ihr wisst, es ist momentan in Deutschland einfach so und da werden die Vlogs jetzt auch nicht von verschont. Außerdem wird das Ganze als Werbevideo hier gekennzeichnet, obwohl ich dafür kein Geld bekomme. Leider auch kein BMW. Aber naja, am Flughafen gibt es generell schon Maskenpflicht für diejenigen, die sich wundern. Aber hier, wenn wir hier sitzen und was trinken in der Lounge, dann dürfen wir die auch abnehmen. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, wie das ist, mit Hund zu fliegen, alles über 8 Kilo inklusive Tasche muss unten rein. Die Tasche muss auslaufsicher sein und komplett verschlossen. Und die Richtlinie ist, dass die unten vor den Sitz kommen, also beim Vordermann unter den Sitz sozusagen. Ja, und das haben wir mit unserem ersten Hund Ivo oder mit meinem ersten Hund Ivo auch schon gemacht. Der war ja auch so ein kleiner Chihuahua von unter 3 Kilo, genauso wie Finn. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und BMW hat überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil, die sind sehr, sehr hundefreundlich. Ivo hat damals tatsächlich so laut im Flieger geschnarcht, dass die Leute sich schon umgedreht haben, ob ich das wäre. Nee, es war nur der Hund. Hauptsache die Hundetasche. Jetzt sieht man es gar nicht. Hier steht davor, hat auch einen Senator-Bitch gekriegt. Ist ein Senator? Er ist ganz fasziniert von den Flugzeugen gerade. Genießt du die Aussicht, Hund? Unten gibt es auch noch zu sehen, ne? Ja, manchmal Busselang. Um Gottes Willen, was ist mit dieser Maske passiert? Ich habe sie vorhin eingedutscht und jetzt ist sie komplett hin. Wir haben schon den nächsten Morgen. Guten Morgen. Und wir sind jetzt in der PKV, heißt das, da wo die Testwagen herkommen. Und ihr seht schon, wir haben ja einige Schmuckstücke. Ihr merkt schon, die Vlogging-Cam, die ist ein bisschen eingerostet, ne? Die kriegt den Augenfokus nicht mehr so hin. Könnt ihr mich überhaupt hören? Ich hoffe ja. Es wird auch ein kurzer Vlog, glaube ich. Finny! Ja. Alles gut? Finny ist hier sehr beliebt. Hat nicht nur den Fabian, der ihn streichelt, sondern alle anderen Menschen, die ihn sehen, streicheln ihn auch direkt. BMW ist auch so hundefreundlich. Die haben schon Näpfchen vorbereitet und Wässerchen und alles, ne? Sach. So viel kannst du gar nicht trinken und essen. Super. Ja. Gib laut. Super. Fein. Klasse. Objekt der Begierde Nummer 1 heute. Et voilà. Objekte Begierde durchgängig. Und hier warten dann schon die Autos. Beleuchtung. Alles top organisiert hier. Das Mittagessen war auch sehr lecker, was ihr gesehen habt. Ja, wir sind ordentlich. Wir desinfizieren immer die Hände, bevor die Maske abkommt. Shake it! Wie man sieht, hat Finn sich so 50 Millionen Mal gedreht. An dieser Stelle ist einmal kurz erwähnt, für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie sichern wir denn den Kleinen? Wir haben zum einen die Flugzeugtasche, da kann man Gurte durchziehen hinten tatsächlich. Aber ich bevorzuge immer noch im Auto einen Sicherheitsgurt. Das sollte man nicht bei Hunden verwenden, die so über schätzungsweise 7 Kilo wiegen, weil die Gurte leider Gottes in Deutschland nicht TÜV-geprüft sein müssen. Das heißt, das Garn, die Vernähung oder selber das Metall muss nicht unbedingt hochwertig sein, kann brechen oder reißen und
Die Hunde sind meistens auch zu groß tatsächlich, um angeschnallt zu werden. Denn wenn die so lang sind und dann eine Bremsung eintritt, dann würden die gegen den Vordersitz knallen. Das ist dann in dem Sinne nicht mehr für den Menschen gefährlich, aber fürs Tier selber. Und dann seht ihr hier den Anschnaller, den ich meinte. Mal gucken. Den habe ich hier schon schön mit dem Sitz. Das ist ein Universalanschnaller. Den könnt ihr in jeden ganz normalen Anschnaller reinpacken. Ich habe es ein bisschen abgedeckt, weil er nicht so gerne drauf liegt. Und ihr seht, ich habe den Haken wirklich nur bis hier von der Länge her gelassen. Der Hund selber ist dann ja auch noch mal lang. Und wenn ihr dann seht, so auf Höhe des Sitzes, da könnte der dann nicht mehr dran knallen. Also der hat wirklich viel Platz von der Länge her bis dahin noch. Und niemals ein Halsband. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Es gibt auch Geschirre, die nicht dafür geeignet sind. Da müsst ihr dann auch drauf achten. Ihr könnt auch Sets bestellen. Da sind dann Geschirr und Anschnallgurt schon drin. Ich mag jetzt so, ich sag mal, hübsche Geschirre lieber. Und darum recherchiere ich immer da vorher ein bisschen. So ein normales, dünnes Gurtbandgeschirr mit Plastikschnallen würde zum Beispiel auch nicht genug halten. Also hier haben wir richtige, das könnt ihr es gar nicht sehen, ne? Nee, aber das sind richtige Metallschnallen, ne? Ja. Weiter oben. Das habe ich jetzt nicht auf Kamera. Ah, hier, Eco-Geschichten und so kann ich noch erzählen. Der Hund ist tiefenentspannt. Der sieht ein bisschen aus wie Dobby, wenn er schläft. Weil er die Ohren so hängen lässt. Lässt er denn die Ohren so hängen? Süß. Was ich sagen wollte ist, Vloggen fällt mir anscheinend schwer, denn ich nehme nie die Vlogging-Cam in die Hand. Wir machen gerade noch das Fahren und es wird auch langsam schon dunkel, weil wir 5 Uhr haben. Ja, wir haben super Innenraumbeleuchtung. Das funkt nach 5. Wir haben nach 5, wir haben halb 6. Ja, ab 6. Und es regnet. Und zwar nicht so ein bisschen. Also jetzt Außenaufnahmen wären heute definitiv keine Option gewesen. Und es soll morgen leider Gottes auch nicht wirklich besser werden. Naja. Ich könnte ja jetzt die ganze Zeit filmen. Jetzt mal ohne Mist so ein Video von Finn. Das wird sich doch jeder von euch die ganze Zeit... Ich finde, wir bauen dem gut. Wie ein ASMR-Video. Ja. Eine Stunde Hundeschlaf. Würdet ihr euch das angucken? Ich würde mir das angucken. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, ne? Ich glaube, das ist so ein... Wie ein, kennst du das mit der Klangschale? Meditation. Ja, genau, wie so zum Beruhigen, genau. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch das angucken würdet. Ich habe das Gefühl, dieser Vlog wird wieder ultra langweilig. Datenschutz, bla bla bla. Das macht alles keinen Spaß. Aber das Auto macht Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Ich finde es cool. Der Fabian hatte da am Anfang so Liebesprobleme. Du hattest erstmal ein Problem in der Beziehung mit deinem Vierer. Aber jetzt... Meine? Achso, ja, ich habe ja einen bestellt. Was ist denn so die Knete dazu auf einmal hier? Tja. Was du für Autos schon alles fahren wolltest? Ich habe heute früh Aktientipps bekommen. Von dem Kellner? Bumm, haben die eingeschlagen. Habe ich direkt für einen bestellt. Weil du musst das Geld ja schnell wieder loswerden. Sonst kommt ja jemand... der das Geld auch möchte. Es war sehr süß. Wir hatten einen Kellner dort, der, als wir gegangen sind, uns auf dem Rausweg nochmal kurz angehalten hat und gesagt hat, dass wir ganz tolle Menschen sind und ganz schlaue Menschen. Das hat er uns direkt angesehen. Danke an dieser Stelle. Und dann hat er gesagt, ob wir nicht in seine Facebook-Gruppe kommen wollen und seine Aktien kaufen wollen, die er da empfiehlt. Aber er war sehr lieb. Er war auch überhaupt nicht aufdringlich oder so. Nee. Aber er fragt uns morgen nochmal, ob wir es überlegt haben. Übrigens hat BMW den Hund so gut aufgenommen. Besser als uns fast. Nein, das stimmt auch wieder nicht. Bist du sicher? Der Hund hat direkt beim Reinkommen 3-mal Wasser angeboten bekommen. Wir mussten uns das selber an der Bar holen. Und als der Hund sich auf dem Wuschelgras-Imitat-Teppich geschubbert hat, waren alle ganz entzückt und haben sich drumherum gestellt und 10 Minuten den Hund beobachtet. Ich habe gedacht, vielleicht stört das ein paar, wenn er sich jetzt so mit seinen zarten weißen Härchen auf dem grünen Teppich rumschubbelt. Nein, sie fanden es alle zuckersüß. Ist genauso wie ich, alle verrückt wie ich. Das fand ich sehr sympathisch. Also BMW wird mir immer sympathischer. Und was ich sagen wollte, ich wollte einmal kurz über das Auto reden, danach geht es wieder über Finn. Ich wollte einmal kurz sagen, dass ich ja sonst nicht so unbedingt mich in Vierer verlieben würde.
Aber der ist cool. Und ja, die Niere, ich weiß. Guckt euch das bitte 5-6 Mal an, bevor ihr darüber urteilt. Guckt euch es live an. Live 5-6 Mal. Und dann, wenn ihr 6 Mal euren Autohändler genervt habt, dann dürft ihr darüber urteilen. Das sieht in echt total gut aus mit diesem, ich sage ja immer, ein Altgold drumherum auch noch. Cerium Grey heißt das oder sowas in der Art. Mir ist das Altgold. Ich hätte gerne ein bisschen Platz, so wie damals in Portugal. Und dann erzählt sich die Geschichte von selber, weil ich kann so durch die Gegend fahren. Das machen wir mal. Du, ich halte dich nicht auf. Okay, gut. Wieso fährt nicht los? Ist es eigentlich schön, wieder mit mir zu arbeiten? Woher kann ich in meinen Spiegel gucken? Ist es nicht schön, dass wir zusammen wieder verreisen? Ist es nicht schön? Du bist auch mal von der Wickelkommode gefallen, ne? Jetzt mal die Kamera nicht in mein Gesicht halten. Ich fand's schön, wie du gelacht hast. Ich halte die gar nicht ins Gesicht. So leichte Panik, weil ich zwei Kameras filme, so wie mich sonst immer. Ja. Mann, bist du schön. Aber nie Wasser gekriegt hätte. Wie ihr seht, der Hund wird gut versorgt. Finny darf auf meiner Jacke liegen, hat sein Wasser da und eine Schweinenase. Aber da ist Honig dran. Jam. Und alle 5 Minuten kommt jemand und streichelt ihn. Oh, hier im Spotlight. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Tag 3 ist angebrochen. Wie verrückt schnell die Zeit vorbeigeht. Ich stehe hier so richtig schön wieder vor so einem professionellen Scheinwerfer. Das sieht alles irgendwie anders aus. Vor allen Dingen das Auto. Das ist heute der BMW iX3. Objekt der Begierde des heutigen Tages. Und wenn es geht, dann versuchen wir noch die kleine Nummer 5 irgendwie zu testen. Wenn es denn geht. Weil heute haben wir nicht so viel Zeit. Wir haben schon 10 Uhr. Und unser Rückflug geht um 4 Uhr, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja. Übrigens beim Drehen selber, weil hier jetzt gerade keiner um uns herum ist, darf ich dann die Maske abnehmen. Ansonsten natürlich nicht. Also hier wird sehr auf die Vorschriften geachtet. Aber alles funktioniert von sich aus. Also es muss hier keiner irgendwie erinnert oder getadelt werden. Das finde ich sehr gut und sehr vorbildlich und genauso sollte es sein. Es gibt auch permanent jemanden, der hier in der Halle parat sitzt und wenn jemand sich ein Fahrzeug angucken möchte, das Fahrzeug direkt danach wieder desinfiziert wird. Also derjenige geht nicht aus dem Raum. Der bleibt hier die ganze Zeit sitzen und ist die ganze Zeit am Desinfizieren. Ach ja. Naja, das sind die Zeiten, in der wir jetzt leben. Und es gibt wesentlich Schlimmeres als Desinfektionsmittel und Masken zu tragen, finde ich. Naja. Weiß nicht, der Finn findet den Fabian immer so wie... Weiß ich nicht. Der Typ, mit dem man immer Quatsch machen kann, bei dem man immer Leckerchen kriegt, immer gestreichelt wird, immer. Und ich, was bin ich?
Die doofe Mutti. Das wird hier voll der Hundevlog. Fini, was mache ich falsch? Fini, gib laut. Gib laut. Ja, genau. Super. Klasse. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was sagen? Nein? Okay, wird's ein lecker? Ja? Ja. Ja. Geht's dir gut? Mein Gott, du hast so große Augen in dem Licht. Die schimmern so richtig. Wird richtig schön die Haut gereizt. Mensch. Ja, ich beende jetzt trotzdem so den Vlog hässlich, wie ich jetzt gerade aussehe. Strubbelig. Was musst du sagen, du siehst doch gar nicht hässlich aus. Du siehst doch gar nicht hässlich aus. Ich habe eine rote Nase. Sieht aus wie ein Klapp. Ich habe eine rote gereizte Nase. Von den Masken. Ist nun mal so. Wir sind in der Lounge. Das war Benni ist auch da. Jetzt fliegen wir heim. Was haben wir geschafft? Wir haben 2 Autos geschafft und der Fabi hat noch ein kleines Video von dem 3. Auto gemacht. Also guter Schnitt, oder? Bist du zufrieden oder nicht so? Ja. Okay, aber ein bisschen Tröpfelstimmung gerade. Nicht lange. Möchtest du Tschüss sagen? Tschüss. 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 Mach gut. Yeah. Super. Tschüss. Tschüss. Let's go.